Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf der YouTube-Insel. Was geht? Und wir sind hier mit... Wer bist du? Hallo? Wer bist du? Hey! Warte mal, bleib stehen! Hey! Ich bin Chantal. Chantal? Eine Frage so. Kann man dich klären so vielleicht? Ich bin ein ganz normales Mädchen. Ah, ich verstehe. Also, ich habe eine wichtige Frage. Ich habe so ein richtig krasses Restaurant gefunden, ja? Und ich glaube, das wäre richtig gut so. Wenn du willst, wir könnten da mal vorbeischauen. Wow. Ich habe schon einen Termin vielleicht vereinbart, weil ich wusste, ich wusste ja, dass du da bist. Deswegen wollte ich vielleicht... Aber hast du vielleicht ein Einladungsgeschenk, so Goldäpfel oder so? Weil du siehst schon ziemlich reich aus. Ja, na klar, ich habe mich extra vorbereitet. Hier, na klar. Hier ein bisschen Goldäpfel, hier ein bisschen Dias. Ja, na klar, ist das für dich. Ey, das ist doch kein Problem. Okay, da gehe ich voll gerne mit dir in das Restaurant. Du hast mich mit deiner Persönlichkeit jetzt voll überzeugt. Ja, ich bin reich, weißt du? Ich bin der Reichste hier auf der ganzen Insel. Ja, bist du. Guck mal, da wartet sogar schon der Kellner, ja? Oh, der ist ist alles vorbereitet. Hey, Leute. Ja. Willkommen. Unter welchem Namen haben Sie reserviert? Unter Chantal und Snoopy. Also, wir sind natürlich... Darunter haben wir keine Plätze. Sorry, heute ist reserviert für andere Menschen. Warte, hier. Ein paar Plätze. Ah, okay. Ja. Okay. Oh. Okay. Du bist so reich und so stark. Ja, ich weiß. Danke, du bist wirklich stark. Okay, nimm Sie Platz hier. Ja, also. Hier an diesem wunderschönen Tisch. Das ist ja Munis Café. Muni, ich mag Muni. Ja. Meine beste Freundin. Ja, Mann, ja. Hier für die Dame noch ein bisschen Rosen. Hier, du darfst dir keine Rosen geben, das darf nur ich. Für den Mann ein bisschen Gunpowder, ein bisschen Dreck, ein bisschen, was wir da vom Boden aufgefegt haben. Nur ich darf das geben. Chantal. Guck mal, ich hab's sogar was. Du schlägst deine Frau, meine Güte, was fällt dir eigentlich ein? Ich hab sogar was ganz Besonderes für dich. Was? Nein, Mann! Was redest du? Das ist meine Freundin. Ich habe sie belohnt. Guck mal her. Ich habe was ganz Besonderes. Ey, ich renne direkt. Hallo, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Schau mal, ich habe Geschenke. Geschenke. Oh, Geschenke. Ja, guck mal. Das ist eine Rose. Hier, also, das ist Rosenfarbstoff. Das ist Farbstoff. Und hier, bitteschön. Ich habe jetzt was ganz Besonderes für dich, damit du dich natürlich wehren kannst. Hier, bitteschön. Oh, ein Diamantharnisch. Ja, Mann, extra für dich, weißt du. Ich hab's extra besorgt. Siehst gut aus darin. Du siehst so 1A klasse aus, ey. Bitte ehrlich. Ganz toll. Willkommen im Restaurant. Das hast du doch schon mal gesagt. Ja. Unter welchem Namen haben sie reserviert? Das haben sie doch schon mal gefragt. Hallo, spinnen sie da was? Das habe ich nicht gefragt. Doch, das... Habe ich nicht gefragt, Mann. Ja, okay. Hier, bitte. Unter welchen Namen haben... Oh, okay, ja, gut. Ohne Reserve. Wir wollen draußen natürlich sein, so. Ein Platz nur für Sie. Okay, und was wollen Sie bestellen? Also für die Dame wahrscheinlich ein... Sie können das nicht wissen. Ich muss Sie selber fragen, ja, der Herr. Also, was willst du haben, Chantal, meine Süße? Essen. Was? Essen? Ich will einfach nur essen. Ja, was willst du denn? Okay, dann hier nehmen Sie 1 Stück Karotten. Und für den Mann gibt es 1 Stück Blumen. Was für Blumen, Mann? Ich habe hier bezahlt für Essen und nicht für Blumen. Ich esse doch keine Blumen. Bezahlt? Wo haben Sie bezahlt? Sie haben bezahlt für diesen Platz hier. Ja, natürlich auch fürs Essen, Mann. Bitteschön. Okay. Ja, perfekt. Was wollen Sie essen? Komisch. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist irgendwie wirklich komisch. Der lässt sich nur bestechen mit Geld. Das ist bei dir natürlich klar, aber bei ihm? Willkommen im Restaurant Munis Café. Das haben Sie doch schon mal gefragt. Spinnen Sie? Das habe ich niemals gefragt. Was soll das heißen? Ich habe das schon mal gefragt. Die Chantal gehört mir. Ja, mir, nicht dir. Die gehört mir, ja? Wenn du sie mir einmal versuchst auszudanken, dann zieh ich meinen Rüstung an und kill dich. Verstanden? Chantal, dein Mann ist brutal. Ey, was redest du? Das stimmt nicht. Warte mal, ich muss jetzt erstmal Chantal suchen. Chantal! Leute, wo ist Chantal? Chantal! Chantal, ich hab Geschenke! Chantal, bitte! Ich hab Geschenke, Chantal! Ich will nicht leben! Geschenke? Ja, Geschenke! Ganz viele Geschenke! Chantal! Ja, da bist du ja! Geschenke! Ja, guck mal hier! Enderperlen, damit kannst du dich weg. Guck mal, ich hab aber auch Geschenke, guck mal an. Nein, Geschenke! Ey, komm mal mit, ich hab noch viel mehr Geschenke für dich. Nein, Mann, gar nichts! Meisten Geschenke hat. Ich hab die meisten Geschenke. Hier, guck mal, und hier noch ein Diamant.
Diamanten hier, guck mal, hier, Diamanten. Was ist das, Sammy? Komm mit, ich hab Geschenke, komm mit, komm rein. Fantai, ich hab ein Sack Deals. Wir haben leider heute geschenkt. Gibst du mir die? Ja, komm mit. Und du bleibst hier, Kellner, oder ich muss dich leider vernichten, ja? Ich hoffe, du merkst dir das. Bleib hier. Also, ich habe einmal hier ein bisschen Smaragde für dich, Chantal. Meine Süße. Und ich habe eine Frage. Hast du einen Freund? Also, ich viele bin hier Freund oder nicht? Nein. Oder? Ah, ja, okay, ich bin nicht der Freund, tut mir leid. Ja, also, hast du einen Freund? Weil der ist ich habe da viele Freunde. Aber also, ich meine, so einen Freund fürs Leben so, den du mal heiraten möchtest oder sonst wie. Besten Freund. Im besten Freund, ja. Im besten Freund. Nein, tu's nicht, er will dich fragen, ob du mit ihm befreundet sein willst. Ach, du. Jetzt reiß ich mir, jetzt reiß ich mir. Ich hab mehr Diamanten als er. Nein, ich hab mehr Sex. Ja, der ist irgendwie komisch. Also, wenn ich den Stack. Die Stack Dares bekommen, dann bin ich vielleicht Einfluss. Ich hab, also, das Ding ist, ich würde gerne so dein Freund sein, ne? Guck, wir können uns natürlich erstmal kennenlernen. Du hast echt schöne Augen, muss ich sagen. Ja, also ich mach erstmal so, damit du natürlich nicht immer bestechlich bist, weil das geht natürlich nicht. Wir müssen ja für Freunde fürs Leben sein. Also Geschenke macht man sich ja auch unter Freunden. Ja, hier einmal 15 Dias natürlich als Geschenk für dich, Frau Chantal. Also vielleicht irgendwann meine zukünftige natürlich. Ja, ich hab natürlich ganz viel. Ich hab eine Villa als Haus. Ja. Boah. Guck mal meine Rolex an. Ja. Wow. Sorry. Ich kann natürlich auch eine kaufen irgendwann, wenn du willst. Ja! Ja! Chantal, du hast dich gerade wegteleportiert dann. Chantal! Nein, meine zukünftige Leute, die ist weg! Chantal? Wo ist Chantal, Leute? Da ist sie! Ist das sie? Nein! Nein, Chantal! Chantal, nicht wegfliegen, bitte! Nein, wo ist Chantal hin? Chantal, wo ist die Leute? Nein, Chantal ist weg. Chantal. Leute, nein, sie kann doch nicht einfach weg sein. Ich wollte ihr meine Villa zeigen, die auch kaputt ist. Was? Warum ist meine Villa kaputt? Ey, das geht ja gar nicht. Nein, warte mal. Ich gehe noch mal hin und guck, wo Chantal ist. Ey, das geht gar nicht. Nein, das geht mir wirklich zu weit, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Bestimmt hat dieser Kellner damit was zu tun. Hallo, Kellner, was hast du mit Chantal gemacht? Ich hab sie dir geklaut, weil das ab jetzt meine Freundin ist von nun an. Was sagst du hier? Ey, es reicht mir, ja? Du bist nicht gut für sie. Was, ich bin nicht gut für sie, das ist meine Freundin, ja? Guck mal, da unten ist sie, wir können sie ja noch verfangen. Chantal, wen magst du lieber, mich oder Beule, der dir noch nie was geschenkt hat? Wen magst du mehr, sei mal ehrlich. Also, das können wir tatsächlich in einem Schenk-Battle. Ja, was für eine Idee. Goldene Rolex. Halt, hier, was Steak ist das denn? Nein, das mag ich goldene nicht. Goldene Karotten von Rolex Shop. Guck mal. Er klaut sie dir. Das ist meins. Oh, ja, das ist mein. Oh, okay. Spinnst du oder was? Ja? Was klaust du sich mir einfach, ja? Okay, Beule, du bist wieder dran. Was bietest du jetzt? Noch ein Steak. Ich mag das aber nicht. Dann eine Phantom-Mono-Braue. Nein, du bist nicht mehr dran. Ja, das ist jetzt mein. Jetzt ist Snoopy noch mal dran. Ich hab noch Enderperlen. Ja. Das ist sehr gut, das ist sehr. Weißt so, du, Beule, ich bin du reich. Gold habe ich. Das ist schon mal, ja. Und du, Snoopy, wie überbietest du Gold? Damit du natürlich an mich denkst, fürs Herz. Ich habe fürs Herz, damit du mein Herz bekommst und ich deins. Hier, wie bist du rein, Mann? Hier, ein direkt Heilungstrank. Damit kannst du dich heilen und natürlich mein Herz. Weißt du was, Snoopy, das reicht mir jetzt. Wie, das reicht dir? Ich weiß, du, was ich dir schenke. Forderst du ihn zu einem Agni-Kai raus? Nein, ich schenke dir dieses Restaurant hier. Was? Das gehört ab jetzt dir ab sofort. Nein. Mit allen Nein. Das gehört zwar gar nicht mir und ich sofort, bin ja eigentlich auch gar kein Kellner in Wirklichkeit, aber egal, das gehört jetzt dir. Chantal, bitte komm zu mir. Bitte, Chantal. Du kannst, wie gesagt, du hast ja einen Stack Diamanten, die interessieren mich sehr. Die interessieren dich sehr. Soll ich dir ehrlich sein? Komm mal her, Chantal. Ich hab dir alles geschenkt, was ich hatte. Was ich habe. So sagt man das doch. Und ich hab also gar nichts mehr. Also bist du pleite? Ja. Ah, diese Phantome killen mich. Ah, okay. Ja, genau. Ja, kann ich mithören? Okay, ich bin nicht pleite. Nein, ich bin nicht pleite. Hab natürlich das. Hab die ganze. Pleite? Nein. Nein, ich ach, nicht. Weißt du was? Ich also will nicht, dass du pleite bist. Du bist mein allerbester Freund. Oh, hier, ich bitte dir Diamanten. Ey, das ist echt nett. Hier, Chantal, ich hab Diamanten für dich.
Schon Tag? Wenn wir vielleicht zusammenkommen, ich kann auch deine Freundin werden. Was? Nein, warte mal, das ist nicht was? Die gute Idee. Merkst du nicht, wie die sich abzieht? Die zieht dich von vorne bis hinten ab. Ja, ich will nur dein Geld. Das stimmt einfach mal. Nein, will ich nicht. Ziehst du mich ab? Nein. Natürlich tut sie das. Hey, guck sie dir doch ich mag einfach nur super gern Geschenke. Ja, ich möchte ihr Herz erobern, weißt du? Ich bin dir ehrlich. Guck mal, wie süß aber das sie ist. Sagst du was Gemeines? Das ist doch meine Freundin. Guck doch mal hier auf die Inschrift vom Café. Warte mal. Hey. Chantal. Das hat sie mir, darauf geschrieben. Du gehst mir fremd? Ich hab das nicht da drauf geschrieben. Ich hab nur Chantals Kaffee geschrieben. Also gehst du mir fremd, Chantal? Ja, ja, ja. So stimmt das also. Bist du also der Freund von Chantal? Nein, ist er nicht. Ja. Nein, ist er Chantal, nicht. Chantal, ey, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Ich könnte sie noch... Weißt du, soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ey, Chantal, ich sag dir jetzt mal was, okay? Soll ich dir was sagen? Ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Ich habe natürlich viel mehr Geschenke. Aber weil du jetzt spoilest... Geschenke! Bist, nein, so geht das nicht. Darf ich auch ein paar Geschenke? Nein, du lässt nichts haben. Ich bin enttäuscht von euch beide. Ich glaube, ich... wieso? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Das habe ich drauf geschrieben. Siehst du, dann? Du kannst mir noch voll viel Geschenke machen. Ja, Geschenke mache ich natürlich gerne. Nein, Snoopy, bist du dumm? Jetzt fällst du wieder auf die rein. Ey, Snoopy, die zieht dich nur ab. Ich wollte dich euch nur testen. Wie? In Wirklichkeit bin ich nicht mit dir zusammen und in Wirklichkeit mag ich dich auch gar nicht. Guck sie dir an. Die will nur deine Geschenke abziehen. Warte mal. Chantal, bitte lauf dich weg. Ey, Beul, ich bin ja ehrlich. Vielleicht ist das meine Frau fürs Leben, weißt du? Das ist nicht deine Frau fürs Leben. Guck sie dir an. Wie unschuldig die da rumläuft. Aber sie ist nicht unschuldig. Guck dir diese grünen Monsteraugen an. Stimmt, sie sieht ein bisschen aus wie so eine Horrorpuppe. Bewahren, deswegen war ich heute so böse zu dir. Er beleidigt mich nur. Das kann sein. Hey. Er beleidigt mich. Mann, deine Beule, spinnst du was? Warum sagst du, spinnst du, Alter? Ey, guck mal, was du hast. Ich sehe keine Hoffnung mehr für dich, Snoopy. Du bekommst Moonies Kaffee, ich vererb's an dich. Ja. Dankeschön, ja, Mann! Ey, Chantal, ich hab ein Geschenk für dich. Was denn? Das Kaffee gehört jetzt dir. Also, nochmal. Ja! Ja! Aber du haust jetzt... Ey, sie ist weg! Nein. Chantal? Chantal? Leute, Chantal ist weg. Leute, wo ist Chantal hin? Da ist Chantal. Chantal, was geht? Wenn ich niesen muss, passiert sowas. Also du hast noch mehr Geschenke? Ich hab ganz viele Geschenke, Chantal. Aber das können wir nächstes Mal klären, natürlich, weißt du. Soll ich dir mal was sagen? Ich liebe dich, Chantal. Ich liebe dich. Oh, ich muss weg. Nein, Leute, ich glaube, sie hat mich gekocht. Da fliegt sie weg. Leute, ich glaube, sie hat mich gekorbt, Alter. Ey, Mann. Habe ich vielleicht alle meine Sachen verschenkt an sie? Leute, was ist mit mir? Warte mal. Ich überlege gerade. Was ist in mir gefahren? Ich habe einfach meine ganzen Sachen an Chantal verschenkt. Ich habe gar nichts mehr. Leute, ey, das glaube ich doch wohl nicht. Ich habe alles verschenkt, was ich habe. Ey, ich bin unfassbar. Was habe ich gemacht, Leute? Ich glaube, ich spinne. Guck mal, niemand ist mehr online. Wer ist das denn? Ich kenne sie nicht mal. Diese Chantal. Hä? Warte, sie war bei mir und dann hat sie mich abgezogen. Ey, Leute, ich komme nicht mehr hinterher. Ich bin euch ehrlich, ich muss erstmal darüber nachdenken, was ich getan habe. Und wer hat mein Haus zerstört? Ey, das geht auch gar nicht, Leute. Lasst mir mal ein Like, ein Abo da. Das war super, Leute. Ich weiß nicht, was nächstes Mal passiert, ey.